Nice. Der Weed Seeds, komm mal weg. So, warte. Da ist nichts drin und da war auch nichts. Ah, naja, gut, komm, dann mach ich das so. So. Pandoria hat das Endportal besucht. I know. That I know. So, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt diese Sticky Pistons baue, ne? Ja, Tobi. Muss ja. ich dann noch irgendwas bauen oder muss ich die einfach mit Redstone verbinden und am Ende einen Schalter setzen? Das müsste doch eigentlich gehen, so reichen, oder? Ja, das reicht schon. Okay. Ich probiere einfach mal. Kommt natürlich drauf an, was du vorhast. Lebt die Alpha-Welt noch? Also ich habe den Spielstand noch, aber die Lied hat ja damals schon nicht richtig geladen. Schade eigentlich, ne? Ja, also man könnte die bestimmt wieder auf Vordermann bringen, das geht bestimmt. Das geht bestimmt. Sowas. Der Wald ist voller Gefahren. Mehrere brauchst du eine Leitung. Leitung? Heißt das Ding so oder was? Nee. Leitung, das ist chinesisch. Steht für Wasserrohr. Wie hast du das mit den Chunks auf 4K gefixt bekommen? Ich bin einfach hingegangen, dann hat er die geladen. Das war der ganze Trick. Ja, Minecraft Dungeons, Tobi, wie sieht's denn aus? Die hätten wir heute auch machen können, ne? Ja, theoretisch ja. Also der Funk hat es ja vorgeschlagen, aber hat nie wieder was dazu gesagt. Na gut, der Funk spielt doch noch Path of Exile, habe ich gesehen. Was mache ich denn da? Ja, ja, das... Achso, deswegen darf man nichts anderes spielen? Ja. Ah, okay, gut. Das aber ich finde das so faszinierend beim Funk, weil ich finde Path of Exile, muss ich sagen, teilweise schon echt kompliziert. Ja, Mann, das ist eine Wissenschaft. Und er so, oh, so, und dann craftet er wieder irgendwas und macht da wieder irgendwelche Runen von links nach rechts. Oh, toll, oh, toll. Aber ich glaube, er ist ja auch völlig drin, ne? Also ich glaube, der ist einfach extrem lost. Aber richtig, aber finde ich irgendwie geil, keine Ahnung, finde ich voll nice. Ja, finde ich auch. Also voll die Wissenschaft, schön dazu zu gucken, aber ich sehe, boah, ne, ob ich die Geduld hätte, das alles zu lernen, weiß ich gar nicht. Ich glaube, wenn du da vielleicht von Anfang an drin bist, ne, wie bei Minecraft, schätze ich mal. Ja, wahrscheinlich eher. Dann wahrscheinlich schon eher. Und es soll ja auch total geil sein, gar keine Frage, ne? So. Wie hast du das Spiel auf 4K bekommen? Ich habe Minecraft in 4K gestartet. Einfach mit 4K-Auflösung. So, Warscript, dankeschön. So. Wo ist das Raytracing? Das ist die Java-Version, Leute. Bitte informiert euch. Die Java-Version hat kein Raytracing, aber nächste Woche gucken wir da mal rein. Nächsten Montag. Mal wieder. Dann gibt es hier übrigens eine GeForce 2080 zu gewinnen, Freunde. Ich erwähne es nur nochmal, ne? Oder so. Bin ich ja, guck hier mal bei dir im Stream vorbei, wa? Erik, ja, Zwinker. Hey Erik, hallo. Leg dir doch mal einen Fake-Account an, damit ich ja Gewinne zuschanzen kann, Tobi. Macht man das nicht so irgendwie heutzutage? Ich habe übrigens noch eine Ellie Edition zu verlosen, Erik. Ja, ja, wirklich? Ja, willst du nicht mal. Ja, also wenn du da noch was hast, ne? Also welche machst du Gewinnspiele? Ich nehme gerne daran teil. Ja, toll, das freut mich, Erik, dass du dabei bist. Nice. Mein Name ist Ben der Man 2007. Aber ich darf die schon haben. Ja, ja, klar. So, Infos folgen, Leute. Infos folgen nächste Woche. Infos kriege ich doch alle noch rein. Die genauen Infos, Leute, bitte ganz kurz. So. Aber den Mods will er sie nicht geben. Kati, ich sag dir jetzt mal was. Überrede den Drytik erstmal, dass er diesen blöden Nintendo Switch Controller nimmt. Was? Ja. Was? Der Drytik hat gestern in dem Chat gefragt, was die Leute von den Pro-Controllern halten. Und ich habe hier noch einen aus dieser 2K-Edition. Und ich habe ihm den angeboten, dass er den haben kann. Und er will ihn aber nicht. Schick ihn doch einfach hin. Ich habe die Adresse nicht mehr. Und die will mir auch keiner geben. Ich glaube, ich habe die. Ja? Also unter der DSGVO musst du mir versprechen, dass du ihm nichts verrätst. Nee, mache ich nicht. Okay, dann ist gut. Und wenn er fragt, die hast du nicht von mir, die ist aus dem Telefonbuch. Okay. So machen wir's. Drytik ist in Ordnung, ne? Ja, da freut er sich. Ach, das der gut. Der hat ja gerade gar nichts mitbekommen. Beim Modden ist er immer betrunken. Prima.
Und zack, zwei Monate später fette Anklage von Dryteak. Ja. So, jammer nix. Nee, okay. Nee. So, Man Magic. Noch einmal vielen Dank. Was ist denn los mit dem Man Magic? Dieser Name, den ich noch nie gehört habe in der Form. Ich danke dir. Vielen Dank. Spätestens nach dem nächsten Mal Mario Kart wirst du den brauchen. Nein. Den Switch-Controller würde ich wahrscheinlich nie gegen die Wand hauen oder so, weil die echt arschteuer sind. Apropos Mario Kart, Erik. Was? Mario Kart. Wie sieht's denn mal aus? Eine Runde Met? Bei dem Spiel, wo man immer die Abkürzung wissen muss und alles. Weil man sonst echt kacke aussieht. War das das? Meinst du das Mario Kart? Ja, aber da bin ich doch auch schlecht. Also komm. Ja, du hast das noch nie gespielt, ne? Nein, aber die Abkürzung, du kannst dir die Streams angucken, wo ich gegen die Community spiele. Ich bin immer hinten. Ja, extra, weil du einfach gerne hinten bist. Du Schwein. Also warte, kurz schlafen. Ja. Darf ich hinten liegen? Ja, klar. Das große Löffelchen. So, bei Mario Kart gucke ich mir erstmal die Strecke an und sage immer, oh schön, oh wie schön die es hier gedesignt haben. Oh, guck mal hier. Das wird genau Anlaufstatt Gleitgel. Was? Anlaufstatt Gleitgel, Alter. Was ist denn da wieder los? Was? Don Huberto! Ich hab's vielen Dank, Don Huberto. Vielen Dank. Merci, merci. So. Okay. Vorne R, hinten X, darf ich nicht mehr sagen. Wieso nicht? Das wurde mir vertraglich untersagt vom Erik. Ach so, ja, ja, gut. Aber ist es da nicht immer noch besser als andersrum? Vorne X, hinten R. Oder? Ja, ja, das stimmt also, natürlich, ja, gebe ich dir recht. Also, ja, also im Grunde genommen, alles gut. Gebe ich dir recht, Erik, gebe ich dir recht. Lachspenis, was ist denn jetzt los? Was, hä? Was ist denn jetzt los? Was ist denn mit deinem Chat, Tobi? Ich weiß es nicht. Das sind, ich sag mal, zu 99% Leute von dir. Tenko, danke schön, Tenko Fox, vielen Dank. Nein. Nein, Tobi, einfach nein. Doch. Bei dir gucken einfach die Hardcore-Veteranen, die aber nichts mehr erschüttern kann. Die haben einfach so viel Schorf auf der Seele, Tobi. Nach all den Jahren. Doch, Gronkh, doch. Nein, nein, nein. Reach wird wieder uns gehören. Oh Gott, das bin ich aber verfolgen, glaube ich. So, Klossos, auch dir Dankeschön, lieber Klossos. Danke, danke, danke schön für die Subs. Vielen Dank. Merci, merci, merci. Danke heißt Merci. So. Dann haben wir den bald wieder abgerissen hier. Was für ein Fulltime-Job. Holy. Mhm. Ich bin auch ein bisschen durch heute. Ich entschuldige mich, ne, dass ich heute ein bisschen schweigsamer bin vielleicht als sonst. Habe ich das Gefühl. Aber ich bin heute echt ein bisschen durch. Was hast du denn heute alles schon wieder gemacht? Wieder nicht geschlafen? Ja, wenig, weil ständig der Postbote geklingelt hat. Oder einer hat, ne, durchgehend halt hier, Paketboten, bla. Und, Hab noch was im Auto gefunden. Hab noch was im Auto gefunden. Ja, ja, irgendwie so. Es sind immer verschiedene Dienste, weil es da zwischen 50 Versanddienste gibt und dann musst du natürlich alle 50 immer einzeln klingeln, obwohl es überall Ablageverträge gibt, aber das ist ja egal. Spielt erstmal keine Rolle. Ja, gut. Und das ist. Das Problem ist halt, wenn du immer dann irgendwie morgens um 9 schlafen gehst und dann klingeln die ab 10. So in Reihe durch, dann bist du halt irgendwann, oh, da hast du halt im Grunde genommen gar nicht geschlafen. Du bist halt einfach nur noch tot. Ja. Genau. So, wo kommen denn diese ganzen Creeper hierher? Ich dachte gerade schon, der steht hinter mir. Wow. Ich habe mich gerade schon umgedreht und dachte, der wäre hinter mir. Ach so, ups. Upsi, upsi. Klingel abstellen. Ja, soll man vielleicht mal machen. Aber vielleicht ist ja wichtig.
Kann man Redstone-Leitungen endlos langlegen oder muss man da irgendwann so ein Ding einbauen, dass sie verlängert werden? Du musst nach 8 Blöcken, glaube ich, immer einen Repeater setzen und dann hält der, glaube ich, sogar noch länger nach dem Repeater, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Okay. Okay. Nach 15. Aber ist das am Anfang auch so von der Redstone-Quelle? Redstone-Quelle? War das da auch 15? Okay. Siehst aber schon, da wo es nicht mehr brisselt quasi. Ach, was bei der Redstone-Fackel. Klossos, schon wieder Klossos. Dankeschön. Ich danke dir. Von Herzen. Vielen Dank. Da haut doch Klossos wieder raus. So. Okay. Ja, das wird lustig alles hier. Lala. Nackt schlafen, ohne Decke zur Tür gehen. Wahrscheinlich sogar eine gute Idee. Wie auf King of Queens. So, ja, kommen Sie doch rein. Und dann rutscht die Decke so runter. Beim Leiter hochgehen. Und Don Huberto auch schon wieder. Dankeschön, lieber Don Huberto. Was ist da los? Dankeschön. Heilige, Alter, und jetzt auch noch Simon Buu. Vielen Dank. Ich brauche die Mute-Taste, ne, für Discord. Tobi, du musst ja alle mit ertragen. Simon Buu, dankeschön auch dir. Die sprechen sich auch ab hier. Holy, holy. Und Krieger-LP. Auch die dankeschön über Krieger-LP. Was? Ja. Sind alle sehr spendabulös. Am Freitag, ne? Falls jemand von euch am Freitag da war, ich weiß nicht, was los war. Ich hatte noch nie, Tobi, ich hatte morgens um 3, ne? Ja. Hatte ich immer noch eine Stunde Verzögerung bei den Alerts. Ach krass, echt? Einfach, das waren so viele Gifte. Ich weiß nicht, wie viele da gegiftet wurden den Tag. Ich weiß es nicht. Krass. Das war einfach so extrem. Klossos schon wieder. Klossos, dankeschön, Mann. Übertreib aber nicht. Alles gut, danke dir. Weitermachen, immer weitermachen. Nein. Doch. Boah, nee, Freitag war wirklich insane. Freitag war einfach ultra. Habe ich auch 100 rausgehauen. Du selbst an dich? Ich habe einfach, ja, ich habe hier bei unserem Channel einfach auch mal 100 rausgehauen, weil so viele einfach gegiftet, dachte ich, weißt du was, da mal jetzt mit. Habe ich einfach gemacht. War echt nice. Das bereue nichts, Tobi. Ich bereue nichts. Gut, du weißt ja, wo es landet, ne? Unterstützt deinen Lieblingsstreamer halt. Ja, gut. Und Twitch, natürlich. Und Twitch, ja. Passt schon. Ja. Unterstützt deinen Lieblingsstreamer. Ich gifte nur bei mir. Ich mag mich. Ja. Kann man doch ruhig mal so sagen. So. Wieder auch an dich ein ganz liebes Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und Waffeltrage. Auch dir Dankeschön, Waffeltrage. Vielen, vielen Dank, Dankeschön. Aber das müsste doch aber eigentlich so funktionieren, oder nicht? Bin ich jetzt komplett... Tobi, das weiß ich einfach nicht. Das ist zum Kotzen. Und den Fiskus, naja, im Grunde genommen kann ich es absetzen. Das geht ja schon. Ob ich das mache, weiß ich nicht. Ich sollte. Wenn du Hilfe brauchst, ich habe Screenshots. Nein, alles gut. Ich muss es ja mal selbst lernen. Das ist zwar für den Zuschauer wahrscheinlich überhaupt nicht toll, aber... Und Exedor, auch dir dankeschön für die Gifted Subs. Vielen Dank, Exedor. Dankeschön. Da müsst ihr jetzt durch. Und schon wieder Klossos. Klossos, was ist los bei dir? Du alter Übertreiber. Also übertreibst wirklich nicht, ne? Nicht, dass du es irgendwie am Ende bereust oder so. Wenn nicht, dann mach gerne weiter. Entschuldigung. Ich guck einfach zu viel Dennis inzwischen. Das färbt ein bisschen ab. So, voll die Geldwäschemethode. Ja, nicht wirklich. Geldwäsche ist ein bisschen anders. Ja. So. Ich kenn mich da aus. Und vor allem bleibt ganz schön viel bei Twitch hängen. Also. Ja, wäre eine dumme Geldwäsche, ne? Ja, nicht die Schnauze mit Tode. Was hat denn Amstar? Vielen, vielen Dank auch an dich. Ganz, ganz liebes Dankeschön. Was ist da los? Und Punkrock-Gottes, auch dir mal wieder vielen Dank. Dankeschön. Natürlich auch an alle anderen Subs und Resubs, ne, dass ich nicht alle vorlese. Es tut mir leid, ich will dem Erik nicht dauernd ins Wort fallen. Fall mir ruhig ins Wort. Alles gut. Nein. Ich lese nachher nochmal alle vor. Alles gut. Ich bin das gewohnt. Okay, so geht das. Alles klar. Hast du jetzt?
Nee, noch nicht so wirklich. Hä? Ich hab gesagt, ich bin weniger. Hä? Ja, gut. Ich bin noch aber. Jetzt frage ich mich halt, wie ich da Wasser hinmachen soll. Hä? Apropos Wasser, ich muss gleich mal was trinken. Ich habe eine Sache vergessen, wo ich mir diesen geilen Eiswürfel drin gemacht habe. Was ist mit denen los? Twitch-Zuschauer. So. So. Was hältst du von Among Trees? Ja, wie gesagt, ich habe es schon aufgenommen. Man merkt aber, dass es noch eine relativ frühe Version ist. Also da ist noch nicht... Da fehlt noch ein bisschen Schmackes hinter. Bisschen Substanz fehlt da noch. Aber schon mal sehr guter Anfang, auf jeden Fall. Sahnedampfer! Dankeschön, die Gift-Subs. Dankeschön, Sahnedampfer. Dankeschön, Dankeschön. Redstone unter die Pistons habe ich doch gerade probiert. Das ging doch nicht. Hm. Das ist. Tobi, ich muss gähnen. Was ist da los? Das sagt ja schon alles. Bist du schon wieder müde? Ich habe gerade deinen Stream geguckt. Nein, Quatsch. So. Sollen wir mal ein bisschen sammeln? Redstone-Fackeln drunter. Okay, das könnte gehen. Warte mal, ich brauche Stöcker. Ja. Wann kommt Among Trees? Kann ich noch nicht sagen. Ich wollte jetzt nicht noch einen neuen Slot aufmachen. Auf dem Channel, weil ich ihn dann regelmäßig bespielen müsste. Und ich will nicht mehr als 3 Folgen pro Tag haben. Wann kommt denn Among Trees? Wann kommt denn Among Trees? Ja, mal gucken, ne? Also erstmal Last of Us jetzt, ne? Dann kann man immer noch schauen. Last of Us ist toll. Tobi? Ja? Willst du mit mir schlafen gehen? Was zahlst du? Fofi wäre drin. Mach ich. Prima. Na. Man müsste sich ja Post schicken können bei Minecraft, ne? Boah, ja, das wäre geil wie bei Echo. Boah, das wäre voll gut. Ja, so ein Mail-System auch mit Anhängen und sowas. Das wäre ganz nice. Schade. Ah ja, mein Eiswürfel drin. Genau, ich habe vergessen, dass die Eiswürfel ja auch schmilzen. Und dann ist hier einfach nur noch so, Wir kriegen die Fackel darunter jetzt wieder aus. Tobi, geh schlafen! Ich lieg auf dem Feld! Ach so. Oh, warte. Warte, ich geh kurz raus. Oh, dankeschön. Ich glaube, ist schon wieder Tag. Hat direkt funktioniert. Klossus, auch dir dankeschön nochmal. Alter, Klossus, was ist los? Der Klossus macht noch 5 Etappen. Ich erkenne ein Muster dahinter. Klossus, danke dir. So. Ich brauche mal andere Musik gerade. Die Musik macht mich echt träge, muss ich zugeben. Die schläfert mich ein bisschen ein. Gerade heute, wo ich ein bisschen müde bin, ist diese Musik echt tödlich. Ich guck mal ganz kurz, was können wir denn? Die Dark-Musik hatten wir schon. Drama. Ich gehe mir das jetzt mal im Dry-Tig angucken, Alter. Das ist mir viel zu kompliziert. Dry-Tig, ich gehe zu deiner Bubi jetzt hin. Okay, okay. Gut für dich, Tobi. Gut für dich. Wow. Meine Playlist kann ich nicht machen, weil da wieder Sachen geclaimt werden. Das will ich nicht. Inzwischen wird alles geclaimt auf YouTube. Ich sag ja nur Wind-Samples und sowas. Ich hatte das letztens als ich das Bioshock-DLC hochgeladen habe. Aha. Das Video war gerade mal hochgeladen bei 24%. Und ich hatte schon Claims. What? Per E-Mail. Von wem? Von irgendwelchen komischen, dubiosen arabischen Indie-Dingens. So Indie. Wie nennt man das? Keine Ahnung, so eine Firma halt. Indie-Label? Ja, ja, genau. Aber mit arabischen Symbolen drauf, ne? Da war irgendwas Arabisches, keine Ahnung, frag mich nicht. Ja, oft sind es ja russische, die natürlich auch alle Rechte haben an allem, ja, ja, gefühlt. Klar. Und dann immer natürlich Edre for Third Party, Edre for Third Party. Du kannst mir doch nicht auch erzählen, dass das wirklich alles Firmen sind, die das wirklich claimen dürfen, ach, Quatsch, oder? Ach Quatsch, das ist alles Bullshit. Das ganze System ist einfach so ausgelegt, dass du einfach nichts machen kannst als Creator und die setzen da drauf. Und mir claimt jetzt schon wieder, Audio Network claimt mir jetzt Last of Us. Den Endscreen. Obwohl ich ihn schon wieder lizenziert habe. Ich muss die mal wirklich fragen, ob die mich nicht vielleicht endlich mal auf eine Whitelist packen oder sowas. Ja, das ist halt krass. Also das Geclaim auf YouTube macht, das nimmt einem echt den Spaß einfach. Mhm. Es nimmt einem einfach den Spaß an dieser Plattform. Ja, brauchst du auch mal nichts mehr hochladen. Nee.
Entweder du kümmerst dich jeden Tag irgendwie die ganze Zeit drum. Ja, oder verdienst halt nichts mehr. Ja. So. Klossus, was soll ich sagen? Danke. Weiter so. Klossus, danke dir. Was hast du vor? Da steckt doch ein Masterplan dahinter. Das ist doch kein Zufall jetzt. Wird deine eigene Vertonung geclaimed? Ja, noch nicht. Noch nicht. War das nicht so bei deinem Karaoke-Ding? Ja, da schon, ja, das stimmt. Oh fuck. Aua. Wird springen. So. Wer von denen hier ist denn Dry Teak, sag mal? Mhm. Flom, 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 flom. Ja, genau, der nachgesungene Song, als es bei ETS. Ja, genau. Mhm. Ja. Ah, okay. Warum und Woran, auch Dankeschön, Woran. Vielen Dank, Dankeschön. Ah, okay. Wow. Die Nele, liebe die Nele. Deine Gedanken ehren dich natürlich, ne? Aber ich sag's mal so: Nur weil Leute auf Twitch irgendwo Subs giften oder donaten oder sonst irgendwas, das ist kein Entweder-Oder. Du kannst trotzdem noch spenden. Ja, also zum Beispiel, ich unterstütze Streamer bei Twitch, ich unterstütze Indie-Entwickler, ich unterstütze Leute auf Patreon, Künstler auf Patreon und auch noch Tierheime zum Beispiel. Ja, es ist kein Entweder-Oder, ich kann das nur da machen. Du kannst es dir aber aussuchen, wie du das machst. Es braucht dich also nicht traurig machen. Die Leute sind schon groß, die können sich das schon selber aussuchen. So, ja, Uncharted wäre wirklich geil als Display. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, irgendwie, Uncharted. Oh, Uncharted ist auch toll, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Ich mache jetzt demnächst, wollte ich heute mit L.A. Noire anfangen auf YouTube. Huch, mit L.A. Noire? Oh, nice. Ja, auch ein sehr geiles Spiel. Wollte ich auch nochmal irgendwann machen. Von den Max Payne-Machern, ne? Von Remedy. Ja. Ist eigentlich Pflicht, dass ich das auch nochmal mache irgendwann. Man Magic, auch die Dankeschön, lieber Man Magic. Vielen Dank. Oh, nochmal. Max Payne wäre auch geil. Nochmal. Was ist denn da los für euch? Neues Max Payne wäre auch geil. Also ganz ehrlich. Aber ein düsteres Max Payne. Max Payne habe ich gemacht, 1 und 2. Den dritten Teil musste ich leider abbrechen. Damals hatte ich Shader-Probleme. Aber könnte ich mir sogar mal vorstellen, irgendwann zu probieren. Darf man Max Payne 1 und 2 mittlerweile? Ja, ne? Ja, die sind nicht auf dem Index, soweit ich weiß. Aber nicht mehr? Waren die nicht mal auf dem Index? Max Payne glaube ich nicht, nee. Nee? Ich dachte, der erste Teil war auf dem Index. Postal, aber nicht, Was, Rockstar? Nix Remedy? Alan Wake ist doch nicht von Rockstar, das ist doch von Remedy. Ich bin fast sicher. Achso, ja gut, ich glaube, weil wir gerade von L.A. Noire gesprochen haben. Okay, beim Chat wieder sehr viele verschiedene Meinungen. Ja, also L.A. Noire ist von Rockstar auf jeden Fall und Alan Wake ist aber von Remedy auf jeden Fall. Ja, genau. Genau. Ist Remedy so nicht sehr kritisch, was unautorisierte Let's Plays angeht? Glaube ich nicht. Mhm. Es gibt eigentlich mittlerweile fast keinen mehr, der keine Let's Plays von seinen Spielen will. Ja, zuletzt Persona 5, ne? Da war ja irgendwas. Und dann haben sie auch klein beigegeben, so, na halt, ja, machen wir doch. Weil es dann keiner mehr gespielt hat. Öffentlich meine ich. Es ist doch die beste Werbung mittlerweile. Das haben die Firmen auch verstanden. Sogar Nintendo mittlerweile. Mm. Weißt du, also. die wollten ja alles claimen, alle Nintendo-Spiele und wollten dann quasi daran selber verdienen. Oder wollten ein eigenes Netzwerk sogar machen, glaube ich, ne? Ja, genau. Die haben ja teilweise auch von Leuten, also von Creators abkassiert. Ja. Aber Mensch. Selbst Nintendo hat es mittlerweile kapiert, also. Ach Mensch. So. Dann mache ich da nochmal. Und dann hau ich da nochmal weg. Boah, so ein Wald abroden ist auch ganz schön mühselig irgendwie. Es macht wenig Spaß. Es muss gemacht werden. Da ist noch. So, warte. Oh ja. Gronkh, ab wann darf ich Werbung schalten? Also ab wie viel Subs? Lieber Klossus, bitte keine Werbung schalten! Danke!
Ich habe da echt keine Preisliste. Das ist doch Twitch-Etikette, weißt du doch. Aber ich werde einen Werbezettel von dir hier dem Rechner legen. Das mache ich.